Mann von da unten? Heil, Cäsar! Heil! Nur ein Überlebender! Oh! Wirf ihn auf den Fußboden! Wie bitte? Wirf ihn auf den Boden! Ah! Also, wie ist dein Name, Jude? Brian, Herr. Brian, hä? Nein, Brian! Au! Der kleine Helm ist ein Widerpost. Wie bitte? Ein Widerpost? Ja, natürlich! Weißt du, solche Purchen scheinen hier unberechenbar brutal vorzugehen. Blutberauscht. Oh, ich glaube, geraucht hat er auch. Also, du bist ein Defizit. Ich pisse was? Prügel ihn, Centurio, für diese Unverschämtheit. Au! Oh, und auf den Boden werfen? Bitte? Ihn wieder auf den Boden werfen. Oh, ja, schleuder den Purchen zu Boden. Ja! Nun? Was tatest du für ein Pupenstück? So dürft ihr nicht mit mir reden. Ich bin Römer wie ihr. Ein römischer Bürger? Nein, Bürger. Au! So, vielleicht der Pastor eines Römers. Wer war's? Er war Centurio. In der Jerusalemer Garnison. Echt erstaunlich. Wie war sein Name? Nixus Minimax. Centurio, haben wir irgendjemanden dieses Namens in der Garnison? Nein, Herr. Du scheinst mir da sehr sicher zu sein. Hast du das überprüft? Nein, Herr. Ich halte es für einen Witz. Wie Stechos Kaktus oder Schwanzus Longus. Was ist so komisch an Schwanzus Longus? Das ist ein verhohlepiepelter Name. Hm? Als Knabe hatte ich einen guten Freund in Rom, der hieß Schwanzus Longus. Schweig! Ich wünsche keine Unverschämtheiten. Du wirst dich in der Gladiatorenschule wiederfinden. Ich lasse nicht mit mir scherzen. Solches Benehmen ist schändlich. Kann ich nun gehen, Herr? Au! Na warte, wenn ich Schwanzus Longus das hört. Wache! Bringt ihn hinaus! Oh Herr, er hat doch... Nein, er wird in einer Woche Peeren und Pestchen in der Arena gegenüberstehen. Gut, ja. Also komm mit. Ich gestatte nicht, dass meine Freunde lächerlich gemacht werden von einem ordinären Schnösel. Ist noch jemandem zumute nach einer kleinen Schelmerei, wenn ich meinen lieben Freund erwähne? Schwanzus. Longus? Und du, Schurke, findest du es vielleicht besonders komisch? Wenn ich ihn sage, diesen Namen, Schwanzus Longus. Er hat eine schöne Frau. Wisst ihr, wie man sie nennt? Sie wird genannt Inkontinentia. Inkontinentia Popo. Was soll das bedeuten? Jetzt habe ich aber genug davon. Ich schleudere euch Repellen in den tiefsten Schlund. Schweigt! Ich befehle es euch! Ergreift ihn! Fasst den Burschen! Putzt euch die Nase und fasst! Nun, Brian, du hast uns für unser Geld eine schöne Show geliefert. Eine was? Aua! Aber Brian, gewiss wirst du uns diesmal nicht entwichen. Dache, sind schon irgendwelche Kreuzigungen für heute angesetzt? 139, Herr. Eine besondere Feierlichkeit, das Passafest. Fein. Dann haben wir jetzt 140. Hübsche runde Zahl, was, Longus? Heil, Cäsar! Heil! Das Volk draußen wird unruhig, Herr. Ich bitte um Erlaubnis, es etwas zerstreuen zu dürfen. Also bitte sehr. Aber was wird aus meiner Ansprache? Ja, also irre ich, aber... Meine Ansprache ist immer ein Höhepunkt des Festes und mein Freund Schwanzus Longus hat den weiten Weg aus Rom gemacht, um sie zu hören. Heil, Cäsar! Heil, Cäsar! Ihr könntet nicht erwägen, sie dieses Jahr vielleicht auszulassen, Herr? Die Ansprache? Nun ja, es ist nur so, dass eine merkwürdige Stimmung da draußen. Also, weißt du, mein Pester, ich bin überrascht, einen solch temmigen Schwertträger wie dich vor dem Pöbel wanken zu sehen.
Ein bisschen gewittrig da draußen. Führt den Burschen ab. Ich bin ein Römer. Ich kann es beweisen, ganz ehrlich. Und schlag ihn mir schön ans Kreuz. Longus. Das würde ich wirklich nicht. Husch, husch, hinfort. Warte, lass mich mitkommen. Es ist bestimmt sehr zuträglich, wenn ich dir zur Seite stehe, wenn es zu einer Krise kommt. Nein. Liebes Volk von Jerusalem, Rom ist euer Bruder. Zum Beweis unserer Freundschaft ist es Sitte in unserer Zeit, einem verurteilten Übeltäter die Freiheit zu schenken. Wem würdet ihr mich bitten, die Freiheit zu schenken? Lasst Muschubiak frei! Ja! Ja! Sei es drum. Ich werde also Schmul die Freiheit schenken. Herr, wir haben keinen Schmul, Herr. Was? Wir haben keinen Mann dieses Namens, Herr. Wir haben hier keinen Schmul, Leute. Wie wär's denn mit dem schönen Perlhaft? Das ist schön! Zenturio, wieso wird hier so alpern gekichert? Das ist nur... Sie sind ausgelassen. Könnte es sein, dass Sie Schabernack treiben? Oh nein, Herr. Also schön dann. Dann lasse ich ihn frei. Pernhardt den Schönen. Herr, einen schönen Pernhardt haben wir auch nicht. Kein Schmul und kein Pernhardt? Tut mir leid, Herr. Wer ist dieser Schmul? Wer ist dieser schöne Pernhardt, den du nanntest? Er ist ein Verbrecher! Einen notorischen Verbrecher. Den haben wir aber nicht, Herr. Wir scheinen überhaupt niemanden mehr in unserem Kerker zu haben. Oh doch, Herr, wir haben einen Samson. Samson? Samson, der sadduzäische Ochse, Herr. Silas, der syrische Sittenstrolch. Diverse subversive Schriftgelehrte aus Caesarea. Und 76... Nicht zu Ihnen sprechen. Oh nein, bloß sehr schön. Guter Gedanke, Schwanzius. Zuhören, zuhören. Wir haben einen Samson, den sadduzäischen Ochsen. Silas, den syrischen Sittenstrolch. Diverse subversive Schriftgelehrte aus... Also gut. Ich gebe euch noch einmal eine Chance. Diesmal will ich nichts hören von einem Porris. Nichts von einem Benjamin. Und nichts von Perren, Bruno, Pilli oder Balthasar. Und keine Spencer Tracy. Oder wir werden niemanden freilassen. Lasst Brian frei. Oh ja, der ist gut. Lasst Brian frei. Also, wie ihr wollt. Das war's. Herr, wir haben einen Brian, Herr. Was? Nun, Sie haben ihn gerade zur Kreuzigung geschickt. Wartet, wartet. Es scheint, wir haben einen Palmen. Nun, bringt ihn zurück, bringt ihn zurück. Jawohl, sofort. Also, es geschehe. Ich begnadige Brian.